Hallo und herzlich willkommen. Ja, eine Nachricht an euch, die euch wahrscheinlich nicht so freuen wird, aber ich werde für eine Woche eine Pause einlegen. Das hat den Grund, dass meine Videovorräte erschöpft sind und ich jetzt in dieser Woche richtig reinhauen will und wieder neue Videovorräte machen kann. Momentan ist halt das Problem, ich muss jeden Tag aufnehmen, um was Neues hochzuladen. Und da kann es halt passieren, dass wie letztens SimCity nicht kommen kann, weil der Server Wartungsarbeiten hat, weil das so kurzfristig ist. Und ich will jetzt halt wieder im Vorrat aufnehmen, sodass ich mindestens 2 Wochen Vorrat habe. Sodass ich auch, wenn ich mal krank werde oder so, trotzdem hochladen kann. Das ist mir sehr wichtig. Deswegen ist jetzt halt mal eine Woche Pause. Bis einschließlich Samstag. Am Sonntag kommen trotzdem News und die Gewinnspiele. Und ab Montag geht es dann wieder richtig los. Ja, das war die Hauptinformation und alle, die noch ein bisschen mehr detailliertere Informationen haben wollen, können jetzt nochmal zuhören, der Rest kann eigentlich abschalten. Also, ich will euch einfach nochmal erklären, warum mir das so wichtig ist, immer was im Voraus zu haben. Es ist einfach, jeden Tag verbringe ich ungefähr 2 bis 3 Stunden an den Videos. Das heißt aufnehmen, schneiden, rendern, bearbeiten, was weiß ich. Und ihr seht ja, ich lade sehr viel hoch und da kann es alle 2-3 Monate mal kommen, dass ich eine Woche Pause nehme, um einen neuen Vorrat zu machen. Es ist einfach mega stressig für mich. Und das kommt irgendwann oder irgendwann überlappt sich mit meinem Privatleben und dann muss ich private Sachen verschieben, nur um den Kanal zu kümmern. Und das kann es dann auch nicht sein. Deswegen bin ich immer froh, wenn ich was auf Vorrat habe. Und der ist jetzt erschöpft. Das hat jetzt gute 2 Monate gedauert. Von daher, eigentlich war das gar nicht so schlecht. Weil ich habe das immer so gemacht, am Anfang hatte ich, als ich mit dem Kanal angefangen hatte, hatte ich für zwei Wochen Vorrat, Entschuldigung. Und diese 2 Wochen konnte ich immer weiter verlängern. Und irgendwann war es dann halt zu Ende, also jetzt, dass ich halt keinen Vorrat mehr hatte. Und sowas kann halt passieren, wenn man halt so viele Videos am Tag hochlädt, wie ich es halt mache. Ne? Nur, dass ihr das versteht, dass ihr das nachvollziehen könnt, ich will einfach nicht, dass rumgeflamed wird in den Kommentaren, nur weil irgendjemand das nicht nachvollziehen kann, warum ich das mache. Ich will es euch halt nochmal erklären. Ja, was in der Woche passieren kann, ist, dass ich trotzdem was hochlade, allerdings nichts Festes. Es kann sein, es kann auch nicht sein, was immer recht spontan kommt, sind Videos wie Testvideos oder Infovideos oder zum Beispiel von EVE Online. Da würde es mich selber nochmal interessieren, da was hochzuladen. Ob da jetzt was kommt, kann ich nicht versprechen, aber nur, dass ihr Bescheid wisst, da könnte vielleicht was kommen. Und ansonsten gebe ich mir Mühe, dass ich dann am Ende dieser Woche wieder ganz viele Vorratsfolgen habe, die ich euch dann präsentieren kann. Und ja, gut, das war's mit der Info. Dann danke an alle, die bis hierher geguckt haben. Und ja, dann würde ich sagen, bis nächste Woche, beziehungsweise bis Sonntag. Und ja, wünsche euch alle eine schöne Woche. Und ja, haut rein, lasst knacken und bis dahin. Ciao.